Guten Tag. Heute wieder Neues aus der Werkstatt. Das ist Jürgen. Und das ist Holger. Ja, wir machen hier die Sendung. Holger Peter Pasch. Mhm. Hans-Jürgen Faul. Genau. So, jetzt haben wir das auch erklärt. Heute ist eher so ein Tag nicht so lustig, weil es haben sich viele beschwert. Wir werden einfach viel zu lustig und wir werden Kasperle-Theater und so. Und jetzt haben wir gedacht, machen wir das Ganze mal. Na, seriös. Seriös und ohne Spaß. Seriös. Wir können gar nicht seriös. Aber bis dahin fand ich ganz geil. Ja. Oder? Lass uns doch lustig sein. Genau. Das sind wir sonst auch. Ist doch egal. Man soll es kaum glauben. Ich schreibe auch Bemerkungen rein. Ja. 99% sind die toll und der Rest. Ach ja, das kommt scheißegal. So, Neues aus der Werkstatt in der Abteilung. Wer zweimal kauft, kauft öfters. Natürlich, ich habe mich einfach versprochen, ich finde den einfach geil. Der Spruch kann auch so bleiben. Kann man demnächst auch auf die Tassen drauf machen. Wer zweimal kauft, kauft öfters. Wer zweimal kauft, kauft öfters. Ja, kannst du zweimal zwei Tassen kaufen. Wo fangen wir an? Fangen wir mit an. Wir haben ja einen Charan gehabt, ein Baujahr 2001. Ein Zuschauer, der uns dieses Teil vorbeigebracht hat, eben aus der Kategorie, wer Scheiße kauft, kauft zweimal. Habe ich das jetzt gesagt? Nee, habe ich nicht gesagt. Ne? Okay. Kann man auch Untertitel machen. Jetzt. Genau. Eben aus der Kategorie, wer kauft, kauft zweimal. Querlenker. Querlenker an so einem Auto. Gucken wir uns mal eben an. So ein Querlenker sitzt unten drunter, mit. Hält im Prinzip das vordere Rad fest. Ah, jetzt kann man schön sehen hier. Auf der Seite. Ja, so. Ja, hier so. So rum. So rum sitzt er drin. Ja. Hier vorne ist das Lager, wo das Rad dran sitzt. Hier oben, das befestigt im Prinzip hier, beim Gas. An diesem Teil, das ist dieser Punkt. Kannst du das gut sehen? Oder soll ich Licht drauf machen? Ne? Also die ganze Kraft liegt im Prinzip da drauf. Und die ganze Befestigung von dem Rad und ein ganzer großer Teil von der unteren Befestigung von dem Rad liegt hier unten auf diesem Lager, auf diesem Kugelkopf. Und der Kunde hat sich das Ding gekauft. Und das war mal schlappe 4000 Kilometer drin. Und ja, guck dir das mal an. Wir machen das mal. Mit dem Schraubstock einspannen. Oh ja. Also das ist echt, ich meine, das ist ein sicherheitsrelevantes Teil. Ist ein bisschen höher. Weiß nicht. Oh, dann spannen so ein, ja. So. Und das Ding hier. Kann man es hören? Das hat jetzt schon Spiel. Nach 4000 Kilometern. Hier innen drin ist es so eine Kugelkopf. Wir können das mal aufmachen, mal aufschneiden. Kommen wir da so einen Schraubenzieher schon hinter, dass wir das hier wegnehmen können? Ja, da ist hier so eine Klammer drauf. Siehst du die? Jetzt nehmen wir die Klammer runter. Achtung, warte, ich mache mir die Klammer ab. Na, kimmst jetzt. Mach ruhig, Jürgen, nicht, dass du dich verletzt. Ja, das ist wie so eine Feder, die hier drauf ist, damit die Dichtung, diese Manschette auch richtig fest drauf bleibt. So, ich drehe das mal wieder zurück. Seitenschneider. So. Willst du das kleine Messerchen haben? Und du willst den Ring durchmachen. Oh, Stahl. Ja, Federstahl. Sogar Federstahl. Sogar Federstahl. So, und hier. Da ist eine Gummimanschette, die den Kugelkopf schützt. Und innen drin. Und da sollte auch Fett drin sein. Und da, guck mal, was viel Fett da drin ist. Ja, da ist aber viel Fett drin. Ach, lecken wir mal, was sparen die am Fett oder was? Zieh mal auseinander. Ja. Ja, super. Okay, da ist fast kein Fett drin. Pass mal auf, Basti, ich leuchte da mal rein. Da siehst du den Kugelkopf und siehst, wie trocken das da drin schon ist. So, da kannst du das Spiel sehen. So, und wenn das Ding jetzt schon Spiel hat, wenn man dann damit weiterfährt, immer wieder die ganzen Vibrationen, die auf der Straße sind, gehen auch immer mit auf dieses Lager drauf, weil das Rad ja immer rauf und runter geht und vom Stoßdämpfer die Kraft übernommen wird. Ja, aber das Rad sich auch dauernd bewegt, hin und her beim Lenken. So. Das macht diese Funktion hier. So sitzt das drauf. Und wenn ich lenke, dreht es sich dauernd nach da, immer in die Richtung. Und wenn man sieht, wie nüggelig das hier ist, also... Das sieht aus, als wenn das Ding 150.000 Kilometer dran wäre. So, wenn ich jetzt mit dem Auto über einen Hubbel fahre,
kleine Hubbel, dann macht das klock, 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 klock. Dann, so, was als nächstes dann kommt, das habe ich nämlich schon live bei mir vor der Tür gesehen. Bei Mercedes? Ford Capri. Ford Capri? Ford Capri. Da ist das abgefallen, die Kugel ist rausgesprungen, dann ist das Rad weggeklappt. Ich zeige es mal hier an dem Auto. Das Rad ist zur Seite weggeklappt, ist in den Kotflügel reingehauen und hat alles kaputt gemacht. Das habe ich schon mal in Mercedes gesehen. Und dann lag das Auto da, bei mir vor der Tür. Wollte ich nur noch Wagenheber, Dotoren reinziehen. Also, klar, Information, sowas nicht kaufen, solche Billigteile im Netz nicht kaufen. Vor allen Dingen nicht, wenn es sicherheitsrelevante Sachen sind. Wir haben ja schon viel über Bremse gesagt und Querlenker gehören dazu. Und nicht nur, dass der Fahrer, der sich sowas kauft, sich selbst verletzt, sondern eben andere Menschen. Also wenn ich mit meinem Wohnmobil oder der Junge mit seinem Wohnmobil fährt und dann kommt so ein Ding, Auto angeflogen, weil die so ein Billigteil verkauft haben. Gut, also Schrott und vielen, vielen Dank für das Vorbeibringen und dass ihr so mitmacht. Wir bekommen immer wieder neue Pakete und genauso wie jetzt hier so ein Paket. Und da geht es um einen Schalter. Um einen Lichtschalter, ein ganz ordinärer Lichtschalter aus einem VW New Beetle. Ja, wieder unter dem Thema, wer zweimal kauft, kauft öfter. Ne? So, so sieht das Ding aus. Das Paket kam aus China, Preis ca. 19 Euro. Der Lichtschalter ist so schlecht verarbeitet, dass der Hebel beim Drehen schleift bzw. hakt. Er rastet nicht so wie das Original in Einzelstellungen ein. Der Verkäufer hat mir 5 Euro Preisnachlass angeboten. Was soll das? So, die erste Stellung macht er. Der geht noch nicht mal richtig auf Null zurück. Ne, der muss klack. So muss der auch wieder zurück machen. Klack. Und auch in die zweite Stufe, damit ich das Abblendlicht einschalten kann. So, ich kann hier sämtliche Funktionen dran machen. Und zwar alles auf einmal. So, und das machen wir jetzt mal auseinander, das Teilchen. Ja, und er sagt, der Verkäufer hat ihm dann 5 Euro angeboten. 5 Euro, sagt er, was soll das? 5 Euro machen den Lichtschalter auch nicht besser. Schrott bleibt Schrott. Mir ist jedoch gelungen, den Originallichtschalter zu reparieren. Okay, da haben wir trotzdem Kohle dafür ausgegeben. Und wenn es dann jetzt nur 19 Euro waren, ja. Gut, machen wir das Ding mal auf. Ich gucke gerade, was wir hier. Hier, guck mal, hier gucken ja schon Teile raus. Nee, das ist die Sperre. Das ist die Sperre, um das Ding einzubauen. Da ist eine Sperre an der Seite drin. Das ist mit einer Feder. Ah, okay. Du kannst ich habe einen noch nicht rausgemacht. Kannst du einsetzen und dann kannst du drücken. Und wenn du dann drückst, drückst du das normalerweise raus. Geht aber nicht. Das ist Schrott. Einmal. Zweimal. Da kommt er. Ja, das ist da drin dieser Mechanismus. Nee, der ist kaputt. Der ist am Abend. Ja. Oh, Scheiße. Wo ist das Ding her? Aus Weng Peng. Weng Peng? Weng Peng. Sorry, wir wollten nicht lustig sein. Ich wollte nicht lustig sein. Hier kann man schön die ganzen Kontakte sehen, wenn man das, das Rad da vorne dreht, um sein Licht einzuschalten. Da müssen ja verschiedene Kontakte hier verbunden werden. Pass mal, halt mal still, dass man schön sieht, wie die Kontakte da anheben und arbeiten, wenn sie arbeiten. Ja, bei dem Schalter aber nicht. Da kann man sehen, wie die dann hochgehen und wieder schließen. Damit verbinden sie den Lichtkreis. Dann gehen die anderen wieder hoch. Sieht aus wie eine Orgel. So, und kaputt gehen tun die, weil zwischen den Kontakten, zeig mal mit dem Ding drauf, zwischen den Kontakten. Zwischen welchen Kontakten meinst du die? Genau, zwischen diesem Punkt da und da. Und da ein kurzer Funken entsteht, wenn ich es wieder ausmachen will. Das Licht geht an, ich habe eine Verbindung dahin, dann mache ich das Licht wieder aus, hebe den Kontakt ab und es entsteht ein klitzekleiner Funken. Und wenn das Induktionsfunken. Und wenn das oft passiert, dass ich aber nicht 5000 Mal Licht an- und ausmache, haben wir da eine kleine Brandstelle drauf und dann funktioniert der Schalter nicht mehr. Genau, vor allen Dingen, wenn man dann noch, wie wir das letzte Mal gezeigt haben, stärkere Lampen irgendwie, H7 oder H4 Lampen vorne reinbauen, dann fließt noch ein höherer Strom. Und wenn der Strom komplett über den Schalter läuft, es gibt ja auch Fahrzeuge mit einem Relais, dann kommt es da eher zu Verbrennungen. Du kannst hier eine Kombination machen aus einem Billigschalter für 19 Euro und einer 50 Cent Glühlampe, die wir letztes Mal gezeigt haben. Genau, können wir das mal angucken, das letzte Video.
50 Cent Glühlampe, aber da kriege ich ihn mit Sicherheit kaputt mit. Ja. Auf jeden Fall, ne? Das machen wir jetzt knapp, ne? Oh, was ist passiert? Tock und meine... Echt? Nicht lustig. Das so, ja. Gut, dann würde ich sagen, genug erzählt. Wir gehen genug jetzt mal an die Autos ran hier, ne? Mhm. Ach, guck mal da drüben ein. Wenn man sein Auto nicht richtig pflegt, will ich jetzt nicht sagen, aber wenn man viel unter Bäumen steht. Wolltest du mich jetzt an der Hand nehmen? Und ja, komm. Wir wollen nicht lustig sein. Nein, genau. Meinst du, wenn das wieder jemand sieht? Ja, die sind aus Köln. Hallo Werner. Moin Werner. Hallo Werner. Moin Jungs. Wird ein Special heute, Werner Spezial? Ja, genau. Oh, ist hier jemand am Arbeiten? Entschuldigung. Du bist am Arbeiten. Nein, Entschuldigung. Du musst dich hinknien gleich. Die Dame hat ein Problem, dass in ihrem Fahrzeug Wassereintritt ist. Das haben wir hier so aus den Rastkästen rausgeholt. Anna, ich tue mal eben runter, ja? Und jetzt ist es speziell bei dem Charan ein Thema, weil man da so relativ schlecht drankommt, das selbst sauber zu machen. Aber die Höhe ist gut für die Kamera. Hier oben der Wasserkasten, schaut euch das mal an, wie viel direkt da drin ist, was ich da reingesetzt habe. Wir können auch mal den Pollenfilter rausholen. Also der ist auch schon länger nicht getauscht worden. Das fällt aber gar nicht auf, weil der länger nicht getauscht wurde. Warte mal, wie kriege ich den denn raus? Mal schieb ich den hier auf der Seite ist die Klipse. Ja. Hat man Musik geklipst? Ja. Kimmst, kimmst. Ja, vielen Dank. Und Jank. Vielen Dank, Rede rum und Jank. Ja, das passiert natürlich, dass er so dreckig wird, ne? Das ist klar. Ja, aber das passiert natürlich schneller, dass der dreckig wird. So alt ist der jetzt gar nicht, aber dieser ganze Kram, der hier unten drin liegt, ne? Hier, der ganze Dreck, den kriegt man natürlich relativ schwer selbst da raus. Deswegen sind Inspektionen einfach wichtig, dass das immer wieder weggesaugt wird. Wir saugen das jetzt alles sauber. Und hier vorne in der Ecke... Wo hat er denn die Abläufe da an der Seite? Hier vorne in der Ecke ist der Ablauf. Da in der Ecke war alles voll mit Blättern. Und da steigt das Wasser natürlich da an dieser Stelle an und läuft dann in den Innenraum. Haben wir schon ein paar Mal gesagt, können wir nicht oft genug sagen, immer wieder reinigen. Und wenn ihr den Wagen in die Inspektion bringt, den der Werkstatt noch mal extra sagen, weil das wird gerne mal vergessen, dass diese Stellen da sauber gemacht werden. Ist zum Beispiel im Inspektionsservice mit drin. Ist ein eigener Punkt. Bei manchen ist es auch relativ viel Aufwand, das zu machen. Aber, und deswegen wird es auch gerne mal gelassen. Genau, oder vergessen. Oder vergessen. Das hier an der Seite kann man schön sehen, der Adnan hat da unten die Verkleidung schon abgebaut, unten im Rathaus. Da kann man schön reingucken. Ja, kannst du mal ein Stück hochfahren. Du meinst den ganzen Dreck, den man hier sehen kann? Aber ja, da oben ist der Abfluss. Ja, und das sammelt sich eben hier alles. Und da, das ist einfach eine ganz, 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 ganz wichtige Sache, dass man das immer wieder reinigt. Weil wenn so ein Ding mal richtig voll Wasser läuft, haben wir ja schon öfters mal gezeigt. Dann läuft es dann in den Innenraum und dann haben wir schön Wasserstand unten drin stehen. Ja, dann schimmelt das. Und ja, ja. So, ich würde sagen... Feierabend. So, und hier haben wir einen ein Golf Yeti. Ein Yeti. Aus Köln. Kölner Karnevalsclub. So. So. Golf GTI. Baujahr 2009. Und der Kunde bemängelt Wasserverlust. Mindestens einmal pro Woche geht das Ding auf Minimum. Also, hat er eine Wasserflasche im Auto? 184 kW hat er. Hey, 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 hey. Der ist doch schon schnell. Bitte. Kilometers. Das heißt, der geht die Kontrolllampe an. Hier ist der. Naja, lass mal erstmal einen Kilometerstand gucken. Wow, 223.000. Guck mal, kannst du sehen. Gepflegt. Bei der Kilometerzahl hätte mein Auto vorne viel mehr Steinschläge. 223.000. Ah. Ausgleichsbehälter, das zeigt die indringliche Lampe an. Hier ist der Ausgleichsbehälter, der ist jetzt sogar ein bisschen zu viel. Da ist ein bisschen viel drin, ne? Ja. Und hier vorne ist ein Geber hier drin. Hier kann man schön sehen, da ist der Füllstand, der soll eigentlich da unten sein. Da sind da so Linien da unten drauf. Siehst du die? Oder soll ich mal dahin leuchten ein bisschen? Ja. Wow. So,
So, und er hat viel zu viel drin. Ja, er hat jetzt viel zu viel reingemacht, weil er immer nachfüllen muss, weil das relativ schnell weg ist, das Zeug. Und wenn das weg ist, gibt hier ein Fühler ein Signal und ein Kontrollleuchte an und oder es kommt eine Meldung. So, so eine Anlage kann man jetzt auf verschiedene Arten prüfen. Wir tendieren dort immer, wir geben Druck drauf, die Anlage, lassen den Wagen stehen, dass er kalt wird, weil Metalle dehnen sich ja aus, bekannterweise bei Wärme, und bei Kälte ziehen sie sich zusammen. Und dann kann es schon mal zu einem Haarriss kommen oder eine Dichtung oder an der Wasserpumpe. Dann läuft das Öl, das Wasser da rein und verschwindet. Entweder wird es mit verbrannt, oder es ist eine Undichtheit nach außen hin, dann läuft es nach außen irgendwo raus. Da müssen wir gucken, ob ein See darunter ist. Wir machen jetzt mal da Druck drauf und dann schauen wir uns das mal an. Die Druckmessvorrichtung. So. Eine Druckmessvorrichtung. Holger, kannst du damit auch eigentlich drucken? Oh Mann, Jürgen, ey. Wortspiel. Ich mache gerne Wortspiele. Und bei so einer Druckmessvorrichtung. Hör mal, da habe ich ja noch gar nicht gesehen. Deine coole Wand. Boah. Ui, eine Küche. Oh. Ja, sieht das geil aus. Super, ne? Wir sind das gerade noch am, bezeichnen alles, ne, ganzen Sachen. Bestücken. Ui. Ja, vor allen Dingen ist das echt so. Das haben wir jetzt auch nicht so da reingemacht, die Beleuchtung. Ah, oh, kannst du sogar verändern, die Beleuchtung. Hat sie oben. Ja, genau, kannst du für uns, wenn es ganz, ganz intim wird. Abends wird umgeschaltet. Rotlicht. Ab 22 Uhr, ne? Nee, hier können wir alles schön drin sortieren. Wir haben hinten was weggeräumt und hier können wir alles super drin sortieren. Jetzt kommen hier so Bezeichnungsbilder drauf, wo was hin ist. Und das ist schon. Ganz fein. Cooles Teil. Yes. Finde ich auch. Jetzt muss hier nur noch eine Matte drauf, das ist nicht verkratzt. Ja, ist da. Ja. So. Dann haben wir hier verschiedene Adapter. Ja, dieser. Für verschiedene Fahrzeuge. Dieser Deckel hat ja hier, das ist der Deckel, der darauf verschraubt ist. Da gibt es dann den Adapter, der da reingeht und das da drin abdichtet. Dieser Deckel ist ein Deckel, der für Überdruck sorgt, weil das Wasser ja bekanntlich bei 100 Grad anfängt zu kochen. Hier mit dem Deckel erhöhen wir den Druck im System und können Temperaturen bis 100 Grad sogar fahren, ohne dass das Ventil aufgeht. Wenn es zu heiß wird, macht das Ventil auf und lässt über den Überdruck das Wasser raus. Das Prinzip vom Schnellkochtopf, ne? Ja. Der Druck geht höher, dadurch, dass der Druck steigt, geht die Temperatur hoch. Der Siedepunkt drauf, dann ist das nicht über 100 Grad, dann fängt er vielleicht bei 110 oder 115 Grad an zu sieden. Und es geht schneller. Wenn ich mit 110 oder 120 Grad koche, koche ich schneller. Ja, und je höher die Verbrennungstemperatur ist, wie bei den Fahrzeugen. Kannst du die Eier da reintun, ne? So, jetzt geben wir einfach Druck drauf, haben wir so eine Anzeige hier. Jetzt haben wir ein Bar Druck. Wir haben also 1,5 Bar, merken uns genau die Stelle und schauen dann, ob sich da jetzt irgendwas verändert. Was hast du jetzt, 1,5? Ja, etwas mehr sogar. Ja. Das heißt, jetzt ist hier überall Druck drauf, die ganzen Im ganzen Schläuche. Kühlsystem. Schläuche stehen unter Druck, man merkt, das ist kein Kühlwasser. Das ist der Turbo-Schlauch. Ja. Lass nochmal hochheben. Hier, das ist zum Beispiel Kühlwasserschlauch, das hier. Und die sind dann auch sehr hart. Dann merkt man schon, wenn ich den Druck jetzt ablassen würde, könnte ich das hier fast ganz zusammendrücken. Von oben ist ja auch erstmal nichts zu sehen. Schauen wir einfach von unten, ob wir irgendwas sehen können. Der Kühlwasserschlauch, Holger, der lässt sich zusammendrücken. Wenn das wieder jemand gesehen hat. Ach, dann noch eine Sache. Wir hatten vorige Woche einen VW Käfer gezeigt. Da haben wir mit dem Endoskop dran gearbeitet. Und da haben wir echt was übersehen. Da haben wir echt Kommentare bekommen. So wegen, oh, Jungs, da ist aber doch die Ventilführung kaputt und so. Ja, haben wir echt übersehen. Also dann nochmal danke für den Hinweis. Wir haben das Video nochmal uns angeguckt. Ja klar, man kann sehen, wie diese Ventilführung da rausgewandert ist. Aber vorige Woche waren es ja auch irgendwie 115 Grad gefühlt. Ja, und hier war heißer, also 115. Unglaublich. Aber man hat mir auch Videos zugeschickt, beziehungsweise Fotos auf meine E-Mail-Adresse und das genau rausfotografiert. Siehst du, und man sieht es schön. Siehst du eindeutig. Super, ich finde es klasse. Danke dafür. Danke für die Hinweise und so. Der Kopf wäre sowieso runtergekommen und dann wäre es aufgefallen, weil
klar. Du das gar nicht selbst. Kopf muss sowieso runter, um reinzuschauen in den Motor. Also war jetzt schon eine Fehldiagnose, kann man nicht sagen. Doch wir haben gedacht, vielleicht liegt irgendwas an der Nockenwelle. Man muss es aufmachen und dabei wäre das natürlich aufgefallen. Ja, das haben wir einfach übersehen. Dankeschön dafür. Und da gibt es echt auch nette Menschen, die uns wirklich nette Kommentare geben. Finde ich super. Und es gibt andere. Ach ja. Sonstige. Ha! Ja, es gibt schon da, also da. Naja. 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 Gibt es da noch mehr Infos für den? Wird der repariert oder wie hat sich der Käfer ist jetzt zu einem Spezialisten gegangen. Die bauen den Motor aus. Der Motor ausbauen bei dem Wagen ist ja eigentlich eine Sache von 10 Minuten. Und dann wird der Motor zerlegt und der wird das Generale bauen. Schon mal dann. Meine Kiste, ja. Ich hole mal deine Kiste. Der ist ja schon mal, der ist schon mal vor vielen Jahren überholt worden und da hat irgendeiner Mist gebaut. Ne? Klar, man sieht da eindeutig, wie das rausgewandert ist. Ja. Oh, hier kann man schon mal sehen. Franz, warte eine Sekunde. Hier, Feuchtigkeit. Warte eine Sekunde. Da ist Wasser. Sonst komme ich nämlich nicht mehr raus mit dem Ding. Okay, dann müssen wir das hier mal abbauen. Dann wir die Verkleidung abbauen und dann schauen wir mal. Aber hier ist schon mal das erste Indiz. Ist auf jeden Fall Wasser. Das ist schon mal gut, wenn es rausgeht und nicht in den Innenraum reingeht. Aber wenn es in den Motorraum, in den Zylinder, boah, langsam. Wir führen mal noch die Worte. Wenn das Wasser in den Motorblock reinläuft oder in den Verbrennungsraum reinläuft, das ist echt übel. Ja. Weil dann kann es ein Haarriss sein oder es kann die Zylinderkopfdichtung sein. Fahr hier weg, dann kannst du nach hier vorne vorfahren. Hier ist es eindeutig, läuft es raus, das ist gut. Ich weiß nicht, was für Jürgen. Hast du da eine Ausflug gerade gemacht? Ich hatte einen Rangierwettbewerb mit deinem Vater. Ja, die Kiste ist ja auch fast so groß. Ach, die ist. So. Es gibt viel zu holen. Sacken wir es ein. Willst du damit? Nein, nichts. Ich könnte hier mitnehmen. Aber hier fehlen ja schon wieder. Wo ist hinten da? Ja, gar nichts, außer eine 10er Nuss. Die hast du mir letztes Mal geklaut. Ha! Ich habe selbst so eine Kiste, die ist voll. Ja, deswegen. Die ist aber jetzt um eine Nuss mehr. Ne? Meine ist voll. Da fehlt was. Das hat so. Wo hast du denn jetzt die Magnetschale? Die jedes Mal muss ich gucken, wo der. Wo hast du die Magnetschale? Hier. Ah, zack. Das ist überhaupt keine Magnetschale. Bräuchte mal bitte eine. Eine Knarre. Eine Knarre. Du machst das super. Halt die Jut fest. So, hier. Oh, oh. Oh ey, der wird schon schwindelig, wenn der läuft. Oh, guckst du? Ja, guckst du da mal. Da oben. Ach, immer wieder die gleiche. Immer die gleiche Stelle, der Flansch oben, da. Wie da? Da, wo der dicke Schlauch dran geht. Da, wo der dicke Schlauch dran geht, ja. Genau. Ja, da oben. Hier kann man sehen, wie das Flüssigkeit raus. Siehst du das, Patrick? Mhm. Das Ding selbst kannst du eigentlich. Ja, wie heißt der Patrick jetzt eigentlich? Basti oder heißt der Patrick Basti? Oder? Ich sag einfach immer den gleichen Namen. Von hier aus kannst du besser gucken, Basti. Ja. Siehst du da? Kannst du da reingehen? Ja, da oben. Sieht man wohl das Wasser raus, an diesem Schlauch hier. Ja, an diesem Schlauch da. Guck mal, wie jetzt was bewegt. Hoppa! Ja, da läuft richtig was raus. Guck mal an. Hast du jetzt daran gewackelt? Ja. An dem Schlauch? Ja. Also, da geht richtig was. Der rauskommt. Ach, super. Ja, auf jeden Fall eindeutig Fehler gefunden. Das ist dieser Schlauch, der Flansch muss neu, der Schlauch muss neu. Bei der Gelegenheit könnte man vielleicht sagen, da gibt es Leute, die schütten da Kühlerdichtmittel rein. Jo. Das ist eine Flüssigkeit, je nachdem, was man da nimmt, sind so kleine braune Hasenköttel damit drin. Das ist ein Zeug, was sich zersetzt, aber dann im Kühlsystem abdichtet. Was noch schöner ist, es dichtet auch Sachen ab, die es nicht abdichten soll. Zum Beispiel den Wärmetauscher. Zum Beispiel den Wärmetauscher. Aber das ist nicht schlimm. Danach kann man den ausbauen und erneuern. Ja.
Also, gut, ja. Also das sollte man wenigstens nach dem Leck suchen und nicht einfach nachfüllen und einfach Dichtmittel reinschütten. Gut, ihr Lieben. Bis nächste Mal. Das war's. Kommentiert uns ruhig. Daumen nett, hoch. Nett, wir sind ja auch noch Menschen. Wir haben auch eine Seele. Ne? Euch eine gute Zeit. Wenn es eine schwarze ist. Und abonnieren nicht vergessen. Was hat denn jetzt? Gute Zeit, bis nächste Mal. Tschüss.